Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettraum Kopf. Ja, wir schneiden mal voll in eine Aufnahme rein. Und zwar bei der Aussaat von Weizen. Ja, ich habe das mal nicht getellert, was ich schon fast bereue, aber wie gesagt, mal schauen, was dann ausgegangen hat, ne? Wir gruppern recht tief mit dem Gerät, so tief wie es geht. Und ich denke mal, dass es da ganz gut ist, dass ausreichend sein könnte. Oh, wir haben Besuch. Ein Reh ist da. Müssen wir bis zum Schluss arbeiten. Aber ausheben klappt nicht gleich, das ist nicht ideal. Ja. Hoffen wir die Geräte nicht bald reparieren müssen, ne? Dünger geht gerade schon weg. Saatgut, bin ich erstaunt, dass es recht sparsam ist, ne? Wüsste ich auch nicht, was einstellen könnte. Aktuell haben wir Dünger eingestellt bei 400. Ich denke mal, hoffen wir nicht zu viel. Aber ich glaube eher nicht. Müsste ich mal gleich, wenn ich wieder anfange, so die nächste Reihe zu machen, mal kurz reinschauen. Wie das aussieht. Wenn wir eigentlich versuchen, möglichst wenig zu düngen, also einmal noch und dann ist gut. Und vielleicht die Sachen, die gerade fehlen, ne? Na, Baum. Wer hat die hier gepflanzt? Aber Fell geht hier, glaube ich, nicht. Oh. Also ich habe keine Geräte dafür gesehen, ne? Also keine Forstmaschinen, keine Kettensägen. Eine Kettensäge wäre das Minimum, ne? Und Fahrzeug, wo man das entsprechend auch wegfahren könnte. Aber wie gesagt, Gerätschaften sind recht teuer und rentiert sich dann nicht, ne? Rennen wir ganz kurz. Schon mal absenken. Wir gucken mal rein. In Felder. Und zwar mache ich gerade Feld 5. Also Feld 5 sieht gut aus. Sollen wir rocken. 50% ist der Rest, ne? Die Hälfte haben wir gemacht. Also Stickstoff und Kaliumphosphat ist ein bisschen knapp. Kalium sieht gut aus. Klar, hier fehlt etwas, ne? Und da sieht gut aus. Die erste Reihe ein bisschen, naja, vermurkst, kann man sagen, ne? Wo Rest geht ganz gut. Aber das passt schon so. Obwohl das Quatsch ist, ne, 100% stimmt nicht, das ist ja im Prinzip die mit Sommerrocken, das ist ja jetzt Quatsch, ne? So, Gerät ist an, wir sind bereit, wir können starten. Ich glaube, das ist so, dass man kann ernten, wann man will. Das sieht mir gar nicht gut aus. Ja, warum ist das mal so, ob das an der Stoppel liegt? Das könnte sein. Wir müssen mal auf, weil das hat keinen Zweck. Wir müssen mal starten, also von vorne beginnen. Die Spur. Ja, auf den Stand loslegen, das hat nicht geklappt. Im Grunde brauchen wir den Schwung von der grünen Wiese. Also die Stoppel sind an sich ungünstig, ne? Lenkung aktiv, ja. Gut, Dremat. Plus. Das Blaue ist die Geschwindigkeit, die wir einstellen. Also der blaue Strich bei der 20, 18 ungefähr. Und
Der rote ist die Geschwindigkeit, die wir fahren. Und der andere ist die Drehzahl. Einer sich da auskennt, Drehzahl, Beschleunigung. Wenn es so tief ist, dann ist das auch nichts, ne? Sechsten Gang ist eigentlich optimistisch, ne? Kurz wieder hochheben, aber wir warten bis zum Schluss. Normalerweise soll man ja den letzten Nachgewender arbeiten, ne? Das machen wir hier noch nicht. Wir haben ja nie fertig. So ein kleines Felderchen. So, wo ist der blaue Strich? Nicht da. T. Ja, wie gesagt, dieses Jahr kommt Weizen. Ich werde noch einmal nachdüngen wahrscheinlich, komplett alles. Und dann müsste Ernte sein, ne? Hoffe jedenfalls. Ohne groß was zu machen, also was wir machen müssen, ne? Uns fehlen auch noch viele Gerätschaften für Düngen und so. Gärrest zum Beispiel, Klärschlamm. Aber ich habe mal geschaut. Es ist im Grunde auch nichts vorhanden, ne? Klärschlamm. Ja, normalerweise müsste ja die Stadt, die Bewohner das erzeugen, mehr oder weniger. Und ja. Aber Gärreste wird es erst dann geben, wenn wir Mais hatten, ne? Und Silage. Da muss ich mal sehen. Also das sieht aktuell auch nicht gut aus, da ja die ganzen Maschinen fehlen. Klar kann man sich einen Hexer ausleihen für einen Tag, aber man muss ja mindestens zwei Abfahrer haben. Das hieße zwei kräftige Traktoren, die dann auch mal zur Not im Silo hoch und runter fahren können. Ne? Und da hapert es dann aktuell an Geld. Ist ja halt mal so, ne? Tja, mal sehen, dies Jahr noch. Ich überlege, zwei Felder noch kaufen insgesamt. Nach Möglichkeit noch einen weiteren Hänger. Weil es würde doch einen Haufen Fahrerei einsparen, ne? Nicht nur Verkauf. Verkauf ist das eine. Hauptsächlich bei der Ernte, dass wir da nicht so häufig zum Hof fahren müssen. Ne? Das würde von der Zeit her ein bisschen einsparen Richtung Drescher ausleihen. Ne? Eine Stunde mehr oder weniger ist dann auch egal, aber wie gesagt, ist etwas weniger stressig. Ne? Aber mal schauen. Aktuell muss ich Geld lassen für Dünger, denke ich mal. Ne? Saatgut wird reichen. Im Ganzen. Müssen, sagen wir so, müssen. Leute, heute werde ich auch nicht alt, aber wie gesagt, ich wollte ja heute etwas was tun, etwas, Anführungszeichen. Ich hatte ja heute mein Auto abgeholt von der Werkstatt. Naja, gut. Aber ich kann nicht meckern. Es war doch noch recht günstig, in Anführungszeichen, ne? Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, aber gut. 1000 halt, ne? Das ist mehr wie 1000 bezahlt. Ein Schlag. So. Vollgas. Das macht er dann das Update? Na, eher nicht, aber die Drescher haben auch geschwommen. Gibt's doch gar nicht. Hinten dreht durch, voll.
Hat das nur an und aus, ne? Er bremst zu sehr, ne? Die Maschine bremst gewaltig. Wahnsinn. Mit Schwung geht's, aber ohne schwierig. So machen, ne? Ist so, ne? Es kann schon sein, dass die das Feld noch recht hart ist. Stoppeln und der auch entsprechend. Ja. Müsste man nächste Mal zumindest Oberfläche ankratzen, ne? Dann würde der die alte Stoppelprinzip besser verrotten, ne? Theorie. So, Tempomat. Weil die 15 km/h will ich schon irgendwie einhalten. Vielleicht macht es sich irgendwann auch bemerkbar bei der Aussaat, bei der Genauigkeit, wenn es zu schnell fährt. Klar. Ja. Nummer C. C, einsteigen innen drinne. Weiß ja auch nicht genau, wo das Tempomat an und aus ist, ne? Einfällt Dünger gerade zu reichen für ein Feld, also recht kleines Feld. Ja, gut, aber sagt gut, sieht gut aus, müsste reichen. Und Gas, dann geht's. Jo, ne? Ist so. Ja, wenn man es begradigen könnte, würde ich es ja begradigen, ne? Also ein Stückchen Wiese kann man ja locker überflügen, ne? Mal sehen, vielleicht geht das sogar. Jetzt an den Baum gepflanzt. Wir sind noch schaffen hier. Bin ja gespannt beim nächsten Mal, ob das wieder so am Update ein bisschen besser wird vielleicht. Und durchdrehende Reifen sind ja auch nicht. Obwohl es eigentlich ja, normal. Ist vieles nicht normal, ne? Wie gesagt, ein Traktor mit breiteren Reifen wäre vielleicht schon ein Vorteil, ne? Vielleicht. Gestern habe ich gesehen, Power Harness bei der Hafer-Aussaat. Er grubbert auch nur. Er bricht den Boden auf, er lockert ihn auf. Gar nicht mal aufwühlen, sondern nur auflockern. So einen lebigen Boden. Was wir hier im Boden haben, weiß ich aber nicht.
Das steht in den Sternen. Steine haben wir keine hier. Ja, Einzelfelder noch zu kaufen. Dann haben die Ecke auch alles hier in meinem Besitz, ne? Dann ist schon mal nicht schlecht. Computer kocht. Aber ein bisschen das Programm, also dass die Sichtweite ein bisschen verbessert, man besser die Frucht in Weiten noch sehen kann. Und das kostet natürlich Ressourcen, ne? Das merkt man entsprechend auch Temperatur, oder also ich sehe das jedenfalls. So, Lüschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, ein schönes Dankeschön fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Jo. Wenn ihr Lust und Laune habt, morgen geht es hier weiter, hier bei Kett und Kopf. Ja, leider nur mit Aussaat. Aber immerhin, ne? Tschüss. Ups, tschüss.